Anna, ich habe hier 1 Euro, den ich an Radio Horeb spenden will. Willst du auch 1 Euro an Radio Horeb spenden oder soll ich zur nächsten Person gehen und sie fragen, ob sie 2 Euro an Radio Horeb spenden möchte? Zur nächsten Person, alles klar. Wir sind jetzt bei 2 Euro angekommen. Möchtest du 2 Euro spenden oder soll ich die nächste Person fragen, ob sie 4 Euro spendet? Ja, 4 Euro wären besser. Gehen Sie weiter. Ja, stimmt. Wir fragen die nächste Person. Josef, ich habe eine Frage an dich. Möchtest du 4 Euro an Radio Horeb spenden oder soll die nächste Person 8 Euro an Radio Horeb spenden? Der soll 8 Euro spenden. Simeon, Josef sagt, du sollst 8 Euro an Radio Horeb spenden. Willst du 8 Euro an Radio Horeb spenden oder soll die nächste Person 16 Euro spenden? Ich würde sagen, die nächste Person darf 16 Euro spenden, ganz klar. Astrid, Maria, wir sammeln Spenden für Radio Horeb. Aktuell sind wir bei 16 Euro. Wollt ihr beide uns 16 Euro für Radio Horeb spenden oder soll die nächste Person, jetzt muss ich rechnen, 32 Euro spenden? Machen wir das? Machen wir. Stark, ganz lieben Dank. Wir waren erfolgreich, sind jetzt insgesamt bei einem Spendenstand von 16 Euro angekommen, den unsere Kolleginnen spenden und wir freuen uns auch riesig über deine Spende. Jeder Euro zählt, wir sind spendenfinanziert und nur jeder 10. Hörer spendet Geld an uns und ja, damit wir weiter unseren Betrieb machen können, würden wir uns riesig über deine Spende freuen. Das kannst du zum Beispiel online machen unter www.horeb.org/spenden. Vielen Dank und alles Gute.